Hugh Hefner, Gründer des Herrenmagazins Playboy, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Hefner hatte das Magazin mit einer Mischung aus nackten Tatsachen, Berichten und Interviews 1953 erstmals herausgebracht. Neben dem Häschen wurde auch Hefner selbst zum Playboy-Markenzeichen. Er kultivierte sein Bild als Lebemann und Frauenheld. In seinem Anwesen und bei öffentlichen Auftritten umgab er sich stets mit deutlich jüngeren Begleiterinnen. Als seinen Leitspruch nannte Hefner einmal: Das Leben ist zu kurz, um den Traum eines anderen zu leben.